Hallo ihr Lieben. Ja, wie ihr seht, seht ihr nur meine Hände oder eine Hand im Moment. Und wie man, glaube ich, hört, bin ich wieder etwas mehr verschnupft. Ich weiß auch nicht, irgendwie, glaube ich, ist diese Erkältung, Grippe, Virus, was im Moment umgeht, sehr launisch und kommt und geht, wie es lustig ist. Also wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen nasal klinge. Ja, wie ihr seht, habe ich eine Hand schon lackiert, die andere habe ich noch nicht gemacht. Das werde ich jetzt mit euch zusammen machen. Und zwar ist das von Essence aus der Metallic-Serie die Geschichte mit dem Magneten, den ich jetzt mal eben hole. Und zwar ist es dieser hier. So sieht er aus. Das kleine Ding hier ist der Magnet. Und man muss wirklich sehr, sehr schnell sein. Also wie man sieht, hier am kleinen Nagel, das war mein erster, da sieht man gar nichts. Der war also anscheinend schon so angetrocknet, dass nichts ging. Hier ist es schon besser. Und hier am Mittelfinger habe ich diese schräge Variante versucht, aber irgendwie, wie man sieht, sieht man fast gar nichts. Mit der Längs- und waagerechten Variation ist es schon besser. Wenn ihr euch wundert, dass ich mich hier so vollgekleckst habe, es liegt daran, dass meine Nägel im Moment sehr kurz sind und ich das überhaupt nicht gewohnt bin. Ja. Naja, ich mache jetzt auf jeden Fall, fange ich jetzt einfach mal an. Ich hoffe, ich versäume das jetzt nicht. Ich zeige euch nochmal eben die Beschreibung. So sieht die aus. Und da steht, Punkt 1, lackiere deine Nägel zum Schutz mit einem klaren Unterlack und lass ihn vollständig trocknen. Das habe ich getan. Zweitens, trage den magnetischen Nagellack von Essence auf und halte sofort nach dem Auftragen den Magneten so nah wie möglich über deinen Nagel, ohne ihn dabei zu berühren. Das ist schon sehr schwierig. Ich zeige euch gleich meine Technik, mit der ich das jetzt gemacht habe und mit der funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Drittens, warte 30 Sekunden und lasse den magnetischen Nagellack komplett trocknen. Also ich lasse den Magneten jetzt 30 Sekunden, also halte ich den da drüber. Und dann sieht man auch wirklich ein Ergebnis. Also wenn man wirklich von 30 rückwärts zählt, dann hat man so ein Ergebnis. Viertens, die Pigmente im Nagellack richten sich am Magneten aus und je nachdem, in welche Richtung du den Magneten hältst, sind drei verschiedene Muster möglich. Also wie gesagt, die Längs- und waagerechte Variation, finde ich, funktioniert super. Mit der schrägen, das habe ich am Mittelfinger versucht, das hat irgendwie nicht so geklappt. Ich werde das jetzt nochmal mit euch dann zusammen versuchen mit der schrägen Variation. Und dann sage ich einfach mal, ich fange dann mal an. Ich fange wieder mit dem Kleinen an. Ach so, der Nagellack kann ich euch auch noch eben zeigen. Schreibe ich nochmal eben kurz zu. Das ist dieser hier. Der Essence Metallic, die 04 Nothing Else Metals. Ich glaube, ich muss das euch andersrum zeigen. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Kamera das jetzt aufnimmt. Weil ich mache zum ersten Mal so über Kopf arbeiten. Also das ist dieses, wo ich gemeint hatte, das ist so ein bisschen, ja, so ein Grünstich irgendwie, Nude und Silber und ach, ich kann die Farbe gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an. Ich mache es jetzt immer mit nur einem Anstrich. Und ihr müsst halt wirklich schnell sein. Deshalb habe ich auch so rumgesaut. So, dann direkt den Magneten mit dem Magneten nach unten logischerweise. Und jetzt mache ich das mal schräg und halte das da so drüber. Und ich lege den auf meinem Fingerknöchel ab. Und halte den ein bisschen schräg nach oben, minimal. Ich weiß nicht, das werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht sehen so wirklich. Und hoffe jetzt einfach, dass das klappt. Bim, bim, bim. Ich guck mal auf die Uhr. Ja, was erzähle ich euch denn jetzt in der Zwischenzeit? Ja, ist ein bisschen Übungssache, glaube ich. Also für den ersten Versuch, finde ich, ist es jetzt relativ gut geworden. Und ich sag mal, ich wollte das jetzt auch nicht, dass ich schon zigmal geübt habe oder so, weil das bringt euch ja nichts, weil ihr wollt ja auch den ersten Effekt davon sehen. Und ja, so, bum, 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 bum.
Und tada! Wie Sie sehen, funktioniert das mit dem schrägen Streifen doch. Machen wir noch einen. Weil es so schön ist, machen wir direkt noch einen. Also wie ihr seht, muss man da wirklich schnell arbeiten. Weil wenn man da echt zu langsam ist, jetzt machen wir die senkrechte Variation. Oh, entschuldigt bitte, aber wenn ich so von oben auf die Kamera gucke, meine Nase läuft eigentlich gar nicht, aber das fühlt sich so an, das ist ganz komisch. Ja, also es ist nichts, was man mal eben machen kann. Tada! Sieht doch schön aus, oder? Also ich finde, das ist eine sehr geckige Sache. Oh, jetzt habe ich mir hier drüben an dem anderen Nagel eine Macke reingehauen. Toll. War noch nicht ganz trocken. Egal. Jetzt machen wir noch einen längs. Damit ihr auch alles gesehen habt. Oh, da war jetzt ein bisschen viel Lack. Egal. Ihr nehmt mir das nicht übel. Also wie ihr seht, lege ich das wieder hier oben da auf meinem Nagel ab und halte das schräg nach oben. Also minimal, dass ich nicht da dran komme an den Nagellack. Ist bei euch heute auch so schönes Wetter. Hier ist echt schöner blauer Himmel. Ich überlege, was ich noch mache. Aber ich wollte ja noch für euch noch mindestens ein Video machen, noch ein Tutorial. Aber ich überlege, ob ich davor noch was anderes mache, weil ich gerade Zeit habe. Tada! Und wie man sieht, bin ich da in der Mitte. Ich weiß jetzt nicht, ob das scharf genug ist. Ich versuche mal ein bisschen näher zu kommen. Dass ich da ein bisschen an dem Nagellack rangekommen bin. Das verfälscht das Muster dann natürlich so ein bisschen. Jetzt mache ich die anderen beiden Nägel auch noch, weil es so schön ist. Magnet. Falls es euch interessiert, weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen wollte. Blackout. Bisschen verrückt heute. Ich will meine langen Nägel wieder haben. Da. Und das Problem ist, wie man sieht, dass man eigentlich den Magneten noch ein bisschen bewegen müsste. Ich versuche das jetzt mal, den noch ein bisschen hier rüben anzuhalten. Aber da ist ja schon zu trocken. Das will man den nicht. Also ich würde, glaube ich, das in Zukunft versuchen, dass man den Magneten ein bisschen so seitlich drüber bewegt, dass man halt auch, wenn man so ein bisschen gebogene Nägel hat, dass es dann auch da rankommt. Versteht ihr, was ich meine? So. Und zu guter Letzt noch der Daumennagel.
So. Ich glaube es nicht. Es hat jetzt schon über 10 Minuten gedauert für eine Hand. Okay, ich habe ein bisschen gebrabbelt, aber so lange brauche ich sonst nicht zum Nägel machen. Also mal eben abends so vom Weggehen machen ist, ist glaube ich nicht drin. Man will, dass alle irgendwie vernünftig aussehen. Also wie ihr seht, versuche ich das jetzt mal mit ein bisschen bewegen, weil meine Daumennägel sind einfach ein bisschen mehr gewölbt als die anderen. Da, oh, jetzt bin ich dran gekommen. Irgendwie tut sich gar nichts, da war ich wieder zu langsam. Also man muss schnell, präzise arbeiten und dann auch schnell den Magneten in die richtige Position bringen. Ne, da tut sich nichts mehr. Und wie man sieht, habe ich da auch eine Macke. Ja, bin ich zu nah rangekommen. Naja, aber so ist das nun mal. Ist nicht alles perfekt und hier wird nicht geschnitten wie im Fernsehen oder so. Von wegen scheiß Take oder so. Naja, so sieht's aus. Ich mache da jetzt noch einen Topcoat drüber, aber da müsst ihr jetzt ja nicht zugucken, das kennt ihr ja alles. Und ich hoffe, dass ihr euch ein Bild machen konntet davon. Ich werde auf jeden Fall noch weiter üben. Also bis dann. Ciao, ciao.